drin verbringen, aber ohne dass sie sich halt daran binden. So. Da ist halt das Free-to-Play-Modell extrem sinnvoll und extrem hilfreich, wenn wir ehrlich sind. Weil bei dem Buy-to-Play-Modell, ob du es willst oder nicht, du investierst auf jeden Fall erstmal schon mal Geld. Das heißt, du verpflichtest dich schon vorher, obwohl du das Spiel ja eigentlich vielleicht gar nicht kennst. Und ja, das hätte bei Wildstar, glaube ich, niemals geklappt. Einfach weil... Hab ich einmal gemacht, hab Stack bereut. Bei Guild Wars. Guild Wars 2 oder Guild Wars 1? 2. Okay. Bisschen gespielt, aber nicht aktiv. Dann habe ich halt in die Tonne geklappt, weil der Typ, mit dem ich angefangen habe, hat auch keinen Bock mehr gehabt. Ja. War halt nicht so unser Spiel. Dann ein bisschen später nochmal angefangen mit jemandem, der es auch gekauft hat. Und da hat es auch keinen Spaß gemacht. Also. Ja, das ist eben genau das Ding. Also ich meine, im Moment ist Wildstar wirklich extrem billig, ja. Also ich glaube, das kostet vielleicht nur 30 Euro oder so. Also es ist nix. Ja. Aber es ist trotzdem sinnvoll, es zu kaufen, weil mit dem Free Client hast du halt nur zwei Bankslots. Wie zwei Bankslots? Du hast doch mit dem aktuell normalen Account hast du 5 Slots für die Bank. Also 5 Taschenplätze für die Bank. Ach so. Mit dem Free Client hast du 2. Hast du nur 2 Charakter-Slots. Mit dem bezahlten hast du 12. Ja, okay, also 2 ist natürlich schon ein bisschen wenig. Ja. Aber im Gegensatz zu, wo waren das? SWTOR, glaube ich, am Anfang, wo du dann teilweise sogar als Free-to-Play-Spieler nicht alle, nicht alle hier, wie heißt es? Also nicht die Fähigkeiten, sondern hier die, wie nennt man das? Also nicht alle Leisten zur Verfügung hattest. Das muss man sich halt mal reinziehen. Sowas ist halt schon asozial. Da muss ich sagen, da habe ich auch kein Verständnis dafür. Ich sehe gerade, es ist hier gerade extrem voll, die Stadt. Also. Das ist gerade wirklich voll, also das ist eher mehr geworden. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 3 Wochen oder so reingeschaut und da war es wirklich voll, aber ich dachte halt so, keine Ahnung, vielleicht eine Woche später. Aber ich glaube einfach dadurch, dass die Leute jetzt wissen, Free-to-Play kommt in ein paar Monaten, ich glaube, dann sagen sie einfach, komm, da gucke ich mal wieder rein und wenn dann Free-to-Play da ist, dann habe ich mich vielleicht ordentlich darauf vorbereitet und dann stelle ich auf Free-to-Play um. Ich denke mal, dass es auch eben auch die Intention jetzt von Carbine ist, es jetzt anzukündigen, einfach um den Hype so ein bisschen, ja, ein bisschen in Fahrt zu bringen. Ja, viele Streams und sowas. Ja, Stream, ehrlich gesagt. Da war echt viel los, wow. Es ist wirklich, ach, du bist online? Ich bin bei dir im Stream. Achso, es ist wirklich viel los, ja, das ist mir auch aufgefallen. Online also, geht gerade nicht, weil ich keine Bar habe. Ja gut, du könntest ja das Thread-System nutzen, aber... Na, ich habe schon, ich glaube, 2 E-Mails verbraucht damit. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Mit dem Thread-System? Achso, Thread, nee. Diese Level 20 kann man da machen, 7 Tage. Achso, ja, du meinst diese Try-Version da. Ja. Keine Ahnung. Aber es ist schon voll. Und ich glaube wirklich, dass es mit dem Free-to-Play-Modell wirklich jetzt auch mehr Aufmerksamkeit bedeutet. Und zum Beispiel auf dem Wildstar, also bei Wildstar Arkship, ja, auf der Seite, die ich da ja verlinkt habe, kennst du ja auch wahrscheinlich von Benjen da. Aber die wird wahrscheinlich dicht machen, so wie ich das verstanden habe. Da kommt wohl eine neue Seite. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, die werden einfach viele. Was waren die zweite, die es noch gab? Die zweite war, also im deutschsprachigen Raum war Ready Check und die gibt's ja auch genau, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also die haben ja irgendwie vor ein paar Monaten nur so dicht gemacht. Echt? Mhm. Da war ja sogar Bronn in den Comments und hat sich nochmal bedankt für die gute Berichterstattung. Das fand ich auch sehr krass irgendwie. Aber das Spiel ist wirklich voll. Also ist wirklich was los hier in der Stadt. Und ich dachte halt einfach beim, also der Patch, der, keine Ahnung, der kam ja vor 3 Wochen oder so. Und da habe ich ja reingeguckt, da habe ich auch ein bisschen gestreamt. Und da war ich auch relativ davon eigentlich begeistert. Aber ich dachte halt, ja, keine Ahnung, der Hype, der dauert vielleicht, was, keine
Ahnung, vielleicht kurze Zeit und dann ist es wieder vorbei, aber es sieht ja danach aus, dass es eben dann doch länger anhält, jetzt eben vor allem durch die Free-to-Play und ja, diesen Ansatz, den sie da jetzt vorstellen. Aber was sie, und das ist wirklich, ich werde das hier wirklich mal in so einem Tobi-Quassel versuchen, alles zusammenzufassen. Aber was ich wirklich nicht verstehe und wo ich wirklich der Meinung bin, das ist einfach schlecht gewesen von Carbine, beziehungsweise von NCSoft. Das ist einfach das komplette Marketing. Ich kann ja nur sagen, ich war ja letztes Jahr auf der nicht auf der BlizzCon, auf der Gamescom. Und ich war das allererste Mal auf der Gamescom. Ich habe mich da mit einem Kollegen getroffen. So, und dann war der Kollege irgendwie, keine Ahnung, der hat sich dann halt FIFA angeguckt und was auch immer. Und ich habe ehrlich gesagt gar nichts da groß gemacht. Ich wollte halt einfach nur, ich habe mir halt gedacht, so, da du jetzt eh Zeit hast, läufst du mal ein bisschen rum und guckst mal, ob vielleicht von Carbine, weil die hatten ja irgendwie was angekündigt, dass da wohl von Carbine irgendwelche Entwickler oder so kommen könnten. Und ich bin da halt rumgelaufen, habe auf dem Handy nachgeguckt, in welcher Halle die sind, ja. Und ganz ehrlich, ich habe, und wenn man wirklich meint, dass die Gamescom eine größere Messe ist, und das ist sie ja, glaube ich, ist, glaube ich, mit einer der größten Spielemessen der Welt, vielleicht sogar die größte, ich weiß gar nicht. Ja, ist glaube ich die größte. Ja. Und wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass es somit die beste, also neben der E3, auf jeden Fall eine ganz große Möglichkeit darstellt. Und dann gehe ich halt in die Halle. Erstmal suche ich lange, bis ich diesen Stand gefunden habe. Und es ist kein Witz. Es ist wirklich ernst gemeint. Und ich sehe den NCSoft-Stand. Und du hast im Ganzen vier PCs. Einmal zwei von Wildstar und zwei von Guild Wars 2. Das war's. Was? Und im Und Vergleich zu anderen? das war im August, ja? Da war das Spiel ab Juni draußen. Und die haben es noch nicht mal für nötig gehalten. Also, Carbine, gut. Bei Carbine heißt es ja immer wieder, ja, die haben ja auch nicht die finanziellen Mittel dafür. Das ist ja auch alles eigentlich hier NCSoft schuld. Aber was ist denn das bitte schön für ein Marketing? Du bist auf einer der größten oder vielleicht sogar auf der größten Messe der Welt. So, du bist im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum relativ unbekannt, aber vor allem im deutschsprachigen Raum sehr, sehr unbekannt. Weil ich weiß halt auch zu der Zeit, ich habe so oft immer gehört, Wildstar, was ist denn das? Noch nie gehört. Kann man das irgendwie, ist das so eine Art MOBA? Die Leute wussten noch nicht mal irgendwie, dass es irgendwas mit MMORPG zu tun hat. Und dann denke ich halt, komm, ich bin eh jetzt auf der Gamescom, ich gucke einfach mal, vielleicht siehst du ja einen Entwickler. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut. Ich hatte halt schon so gedacht, ja, vielleicht kommt hier sogar Stephen Frost oder so, oder Tony Ray, ja. Und was machen die? Die machen halt für den europäischen, beziehungsweise für den deutschsprachigen Markt gar nichts. Und dann hast du halt nur diese schlechte Werbung, du hast halt auf irgendwelchen, vielleicht Fansites oder auf BAFT und so, hast du halt dann einfach rechts vielleicht so einen kleinen Header, also hier so einen kleinen Werbebanner, ja. Der aber so klein ist, dass man den fast gar nicht mitbekommt. Und jetzt versuchen sie, glaube ich, einfach dieses letzte, ja, also Hype ist, glaube ich, zu hoch gegriffen, aber diesen letzten Aufmerksamkeitspegel irgendwie noch in Gang zu bekommen und machen jetzt, glaube ich, auch so langsam wieder ein bisschen Werbung halt dafür. So nach dem Motto, Leute, es ist bald free to play, schaut mal rein, ihr könnt jetzt schon als Trial oder Free Trial reingucken, zwar nur bis Stufe 20, aber bis Stufe 20 hast du ja auch schon einiges gesehen. Ja. Ich finde sogar, dass man bis Stufe 20 schon mit das meiste vom Spiel eigentlich mitbekommen hat. Also du hast das Kampfsystem erlebt, du hast so ein bisschen das Storytelling erlebt, du hast so ein bisschen den Humor erlebt, also ja. Und was sie halt auch gesagt haben, ich denke mal, ich denke mal, da kann man denen aber auch vertrauen, es wird halt so rauslaufen, dass sie wirklich keine Spieler davon ausschließen werden. Also da wurde ja, glaube ich, auch gefragt, so nach dem Motto, heißt das denn jetzt, dass man dann auch den Raid-Content dann, also den Zugang zum Raid-Content, dass man den zum Beispiel als Free-to-Player nicht hat? Und Also, da würden sich ein Eigentor schießen, da wurde glaube ich. sofort gesagt, nein, es ist alles zugänglich, nur eben, ja, also die Range oder Muss er beziehungsweise halt. die Breite des Ganzen, die wird halt verringert, ja.
Beispiel eben, dass du keine Gilden aufmachen kannst, dass du keine Gilden laden kannst und so weiter. Aber finde ich völlig okay. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie ob Carbine damit wirklich Erfolg hat. Aber ich finde, wenn ich mir jetzt gerade angucke, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute jetzt gerade Wildstar streamen, aber was Wildstar bei Twitch angeht, das Spiel ist halt wirklich tot. Kommst da teilweise nicht mal auf 200 Zuschauer im Ganzen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist weltweit gesehen. Und wenn man dann noch überlegt, dass die Amerikaner, so jetzt sind es gerade 131. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, wie viele Streams davon europäisch sind. So, und wenn du dir noch anguckst, wie viele davon noch deutschsprachig sind, das ist halt nix. Na gut, guck mal auf die Uhr. 0 Uhr am unter der Woche ist halt. Ja, aber trotzdem. Also, es ist einfach das Ding, Und also es gibt die. halt kaum MMOs, die gestreamt werden, aktiv. Also Außer zum Beispiel, ich Crunchbein bin hier kommt. gerade der. Es gibt zwei. Drei deutschsprachige Streams gibt es hier gerade. So. Sonst hast du ja fast nur englische und ich kann dir, ohne dass ich es weiß, kann ich dir direkt sagen, die meisten davon sind auf sind Amerikaner. Im US-Raum hat das irgendwie einen anderen Stellenwert. Ich weiß aber auch nicht warum. Aber das siehst du halt einfach wie. Ich folge dir ja bei Twitter, ja, bei Carbine. Und wenn du jetzt in meinem Blog guckst, auf meinen Blog schaust, da hast du ja rechts unten immer mein Twitter-Feed. Da siehst du ja, was ich selbst schreibe, beziehungsweise retweete und so weiter. Und dann retweete ich auch oft mal oder manchmal was von Wildstar. Und 90% von dem, was da steht, kommt aus den USA. Und wenn die selbst was retweeten, dann ist es auch meistens, dass sie irgendwas retweeten, erstens, was total sinnlos ist. Keine Ahnung, irgendjemand macht einen Screenshot und sagt irgendwie, oh, schön, guckt mal, wie schön Algorok ist. Dann also retweetet Carbine das offiziell, ja. Und wo ich mir auch schon frage, naja, ob das denn jetzt irgendwie überhaupt was bringt, aber okay, gut. Und das meiste sind halt wirklich Amerikaner. Das ist halt einfach das Ding. Und wenn die halt auch anguckst, ich habe zum Beispiel jetzt eine Streamerin, die kann ich gar nicht, die heißt Kay Scattergood, das ist eine Amerikanerin. Die ist sehr, sehr offen von ihrer Art her. Sie streamt, glaube ich, auch nur das Spiel. Und das war halt, sie hatte dann halt einen Stream laufen, kurz vor dem offiziellen Stream. Das war dann dieser, wir stellen das Free-to-Play-Modell so ein bisschen vor, offizieller Stream halt. Und dann hat sie den dann halt gehostet, also den offiziellen Stream, aber die anderen sind halt in einem Chat drin geblieben und sie hat halt dann noch so ein bisschen mit uns dann geschrieben. Und du hast auf jeden Fall gemerkt, dass einfach so, auch was das Standing angeht, vielleicht war die schon bekannter, ich weiß es nicht, ich kannte halt den Stream nicht. Aber die war halt dann auch, also bei der im Stream war halt dann offizieller Mitarbeiter von Carbine, ja, und der sich auch dafür bedankt hat, dass sie sich so um das Spiel kümmert und so weiter. Und ganz ehrlich, das hört sich jetzt richtig arrogant an und richtig fies, aber ich glaube, dass Carbine das nicht für deutschsprachige Spieler machen würde. Und ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass die Fansites eben jetzt im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch im europäischen Raum sich zurückgezogen haben, weil sie einfach überhaupt nicht diese Connection haben. Es hat ja immer auch wieder geheißen, ja, wir bekommen ja auch gar keine Infos davon. Weil es lange Zeit so war, dass Kaban einfach sich komplett abgeschottet hat und fast überhaupt keine neuen Wasserstandsmeldungen so rausgegeben hat. Wenn sie halt so weitermachen, dann kann man sicher sein, wird ihnen auch das Free-to-Play-Modell nicht helfen. Deswegen hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Offenheit gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Hauptentwickler, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, kennst du, glaube ich, weiß den Namen nicht. Aber ich glaube, du weißt, wen ich meine, ist egal. Aber ich hätte mir einfach Meinst du gewünscht, von von Wildstar damals? Carbine, ja. Ah, Keine Ahnung. hallo. Im Wildstar Reddit ist auch nichts los. Ja, das kann gut sein, da habe ich noch nicht geguckt. Wir diskutieren halt jetzt nur ein paar Minuten jetzt diese Free-to-Play-Änderung. Wenn du möchtest, kannst du gerne mit diskutieren. TS-Daten stehen ja unten da unter dem Stream. Also ich kann halt einfach nur sagen, ich hätte mir gewünscht, dass der Hauptentwickler, sage ich jetzt einfach mal, dahin geht und sagt, Leute,
so und so haben wir uns das damals vorgestellt und aus verschiedenen Gründen, die ihr ja eigentlich